Heute präsentiere ich Ihnen einen Film, der Ihnen das Herz brechen wird. Es geht um den tragischen Tod einer alten Hoflinde, die jahrhundertelang Zeugin der Geschichte und des Lebens auf einem Bauernhof war. Sie hat im Laufe ihres langen Lebens durch verschiedene Verletzungen ihrer Rinde schweren Schaden erlitten und war am Sterben, sodass sie durch die geschickten Hände von Stefan den endgültigen Tod erlitt. Zusammen mit Richard zersägte er die Überreste und transportierte das verwurmte Holz ab. Ich kam währenddessen zufällig am Hof vorbei und filmte diese Tat. Nun ist die Linde nicht irgendein Baum, sondern ein heiliges Symbol für die germanischen und slawischen Völker, die sie mit der Göttin Freya verehrten. Ja, sie war ein weiblicher Baum, der für Liebe, Fruchtbarkeit und Schönheit stand. Im Gegensatz zur männlichen Eiche, die für Stärke, Macht und Krieg stand. Dadurch ist die Linde die bessere Hälfte der beiden. Ja, ich weiß, damit spreche ich vor allen Dingen die weiblichen Besucher meines Kanals an. Doch die Linde war auch der Mittelpunkt des Dorflebens. Unter ihr wurde getanzt, geflirtet, gefeiert und gerichtet. Sie war ein Ort der Kommunikation, der Gemeinschaft und des Friedens. Nach jedem Krieg oder jeder Seuche wurde eine neue Linde gepflanzt, um die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu symbolisieren. Die Linde war also auch ein Zeichen der Versöhnung und des Neuanfangs. Die Linde wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Und vielleicht wird ja an ihrer Stelle ein neuer Baum gepflanzt, der uns wieder mit seiner Schönheit und seinem Duft erfreut. Ich hoffe, euch hat dieser Film gefallen und ihr habt etwas über die Bedeutung und die Geschichte der Linde gelernt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal und genießt den Rest des Films.